Ja, hallo und willkommen bei eBikeCon. Ich mache heute wieder eine Tour nach Werneuchen und bin jetzt hier schon auf Kilometer 7 hinter Hönow. Und ja, hab noch, mal schauen, 42 Kilometer vor mir. Wohlbemerkt Hin- und Zurückstrecke. Und wollte heute auch mal einen kleinen Reichweitentest machen. Akku ist voll geladen. Wetter ist nicht ganz so schön. Ich hoffe nicht, dass ich es bereue, die Regenjacke zu Hause gelassen zu haben. Und ja, dann schaue ich mal, wie es in Werneuchen ausschaut. Beziehungsweise, ob ich dort auch trocken ankomme, beziehungsweise auch trocken wieder nach Hause komme. Alles Weitere seht ihr gleich. Ja, das hier ist ein sehr schöner Radweg, der von Hönow nach Werneuchen führt, quer durch die Felder. Ja, es gibt sonst noch was zu berichten. Ja, natürlich. Und zwar, ich habe auch gestern eine Tour gemacht. Bei dieser Tour hatte ich die Kamera leider nicht dabei. Da habe ich mich wieder sehr über Komoot aufgeregt, weil auf der genau der Hälfte der Tour nach 19 Kilometern hatte Komoot auf einmal einen Aufhänger, fand kein GPS-Signal mehr und hat somit, das wusste ich nicht, die Tour auch nicht weiter aufgezeichnet. Komoot hatte mich zwar angezeigt, wie ich weiterfahren muss, auch der Pfeil, der stimmte, als ob ich im Offline-Modus drin gewesen bin, obwohl ich die Karte nicht vorher im Offline-Modus geladen hatte, hat mich trotzdem Komoot dann durch die Tour geführt. Aber wenn ich Abzweigen gemacht habe entlang der Tour, dann war das nicht mit eingeflossen worden. Und zu Hause, als Komoot dann komplett neu starten musste, also ich konnte es nicht nochmal stoppen wie sonst immer, sondern ich musste die App komplett beenden, erzwingen. Und dann musste ich leider feststellen, dass nur von den ganzen 45 Kilometer nur 19 Kilometern aufgezeichnet worden ist. Das war nämlich eine Tour zum Kalksee und zum Kalkberg nach Rüdersdorf und zurück dann wieder über Woltersdorf und dem zum bekannten Flakensee, mit dem ich euch da mal eine Tour gemacht habe zum Campingplatz. Ja gut, das war wieder eine interessante Erfahrung mit Komoot. Ich bin mal gespannt, wie es heute aussieht. Es war wohl viel Wald. Und beim Wald weiß man natürlich, klar, da gibt es keine guten GPS-Empfänge und dann kann auch in der Wälder hin und wieder zu Störungen kommen, das ist klar. Aber mal schauen. Ja, jetzt habe ich auch nach langer Zeit, stelle ich mal fest, ich habe mal wieder Rückenwind bei einer Hintour. Bisher war es immer so, dass ich immer nur Gegenwind hatte, wenn ich irgendwo hingefahren bin, auch gestern. Nur auf der Rücktour hatte ich dann Rückenwind und bei den Hintouren war immer Gegenwind. Ja, eine ganz schöne Ecke hier. Wie gesagt, das Wetter passt nicht ganz so dolle. Aber so schaut es hier aus. Da hinten ist Hönow. Ja. Und dann haben wir noch 41 Kilometer vor uns. Dann würde ich mal sagen, bis gleich. So, da sind wir jetzt bei Kilometer 15 und dann mache ich jetzt mein erstes Päuschen, würde ich mal sagen. Ja, und so sieht es ja aus.
Der Wind hat auch ein bisschen nachgelassen. Und unter den Strommasten elektrifiziert werde ich jetzt mein Päuschen machen. Ja, übrigens, was ich vergessen habe zu erwähnen, diese Strecke und diese Tour, die ich jetzt heute mache, ist eine von mehreren speziellen Strecken. Und die nennen sich ROB rund um Berlin. Und das ist die erste Strecke, die halt nach Werneuchen führt und dann auch noch weiter. Und davon gibt es halt mehrere. Und ich werde jetzt auch nach und nach diese Touren, die mir Komoot dann angibt, rund um Berlin, Touren dann mit euch machen. Ja, vielleicht habe ich ja schon 2-3 Touren gemacht rund um Berlin, ohne das genau zu wissen. Aber ich werde jetzt mal speziell danach Ausschau halten bei Komoot und dann diese Touren nachfahren. Und wie gesagt, heute geht es dann erstmal nach Werneuchen. Wie immer dabei auch Quack, der Bruchpilot. So, noch 4 Kilometer, dann sind wir in Werneuchen, aber noch nicht an dem Punkt, wo ich in Werneuchen hin wollte, und zwar zum Flugplatz. In Werneuchen selber gibt es einen Flugplatz. Ich konnte noch so viel rausfinden, dass er mal zu DDR-Zeiten erst von der DDR selber, später dann von den Russen genutzt wurde. Und dann zuletzt privatisiert wurde für eine Berliner Fluggesellschaft. Und da bin ich mal gespannt, ob dieser Flugplatz überhaupt noch existiert und genutzt wird. Ja, der Radweg oder generell die Radwege hierhin sind toll. Sind gut ausgebaut. Und ja, gelegentlich Kopfsteinpflaster. Klar, wenn man in den kleinen Örtchen rumdümpelt. Da gibt es halt hier und wieder mal Kopfsteinpflaster, aber auch nur für kurze Strecke, 500 Meter, und dann ist wieder normaler Asphalt. Ja, ich habe übrigens fast 1192 Kilometer jetzt abgefahren, wie auf dem Propeter Entdecker. Und ja, weiterhin keine Probleme, alles funktioniert tadellos. Ja, und da ist schon das Ortseingangsschild von Werneuchen. Da durch den Bäumen könnt ihr es sehen. Und dann melde ich mich dann gleich wieder zurück bei euch. Ja, jetzt sind wir am Flugplatz von Werneuchen. Im Hintergrund könnt ihr sehen, die alten Hangars. Ja, und alle 5 Meter sind hier Schilder aufgestellt. Flugplatz betreten für Unbefugte verboten, und hier gibt es eine fette rote Linie, die einen darüber informiert: Achtung, Achtung, Junge, wenn du hier drüber gehst, dann kannst du ein Problem bekommen. Also lassen wir das auch mal schön sein, obwohl es mich natürlich wahnsinnig juckt, weil es sieht sehr verlassen aus, es ist kein Flugzeug, dafür ist die Landebahn auch zu schrottig. Ja, auf der anderen Seite gibt es ein Kalkwerk. Ja, und das war's schon mit dem Flugplatz von Werneuchen, wo ich mir ja durch die Infos von Komoot auch einiges erhofft habe. Aber das werde ich auch jetzt mal als Rezession unterlegen, dass das keine Reise wert ist, nach Werneuchen zum Flugplatz zu fahren, weil man darf nicht auf dem Flugplatz, man kann sich hier nichts angucken. Ja, schrottig. Ich mache es jetzt folgendermaßen, ich werde jetzt erstmal hier mir irgendwo eine schöne Stelle suchen. Und dann werde ich mal erstmal ein Päuschen machen. Dann würde ich mal sagen, bis später. Tschüss. Ja, ich habe meine Pläne umgeändert. Weil das mit dem Flugplatz. Oh, das ist eine schöne Bank. Ho, 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 Pause. So, ich habe meine Bank gefunden. Wir haben jetzt Kilometer 27. Und ich habe mir auch kurzfristig überlegt, dass ich hier mal einen kleinen Reichweitentest mache, weil bisher meine Touren waren immer so 50, 60 Kilometer auf Stufe 2 und 3 überwiegend, und der Akku hatte immer noch 2 Balken meistens. Und ich habe ja schon theoretisch hochgerechnet, dass ich klar mit Eco auf Stufe 1 mit die 100 Kilometer schon erreichen müsste. Aber mich interessiert mal, wie weit komme ich jetzt tatsächlich, wenn ich immer so auf 2 und 3 fahre, wie bisher.
und darum habe ich jetzt meine Tour mal umgeändert. Ich fahre jetzt ja einen großen Bogen zurück über Alt-Landsberg wieder nach Berlin. Ja, die Strecke kenne ich absolut nicht. Bin hier irgendwo, nirgendwo. Ja gut, ich habe was zu essen mit, ich habe was zu trinken mit, ich kann jetzt schön Päuschen machen. Also ich habe Tour und ich hoffe nur, dass das Wetter einigermaßen trocken bleibt und nicht anfängt zu regnen. Jo, dann würde ich sagen, melde ich mich dann gleich wieder, wenn ich auf Tour bin. Bis Danny. Ja, hier in dem kleinen Örtchen habe ich auch einen schönen kleinen Rastplatz noch gefunden. Ja, meine Rast habe ich schon gemacht. Hier mit dem kleinen Teich, mit dem Weiher. Ja. Und jetzt werden wir mal in die Richtung weiterfahren. Richtung Altklinike. Ja, dank Komoot bin ich jetzt hier auch in der absoluten Walachei gelandet. Über einen Feldweg, keine Ahnung, Gravelerpiste. Bin hier absolut im Nirgendwo und muss zur nächsten Ortschaft noch diesen Huddelspfad entlang. Ja, gefällt mir gar nicht. Andere haben richtig Spaß auf solchen Strecken, ich nicht. Ist nicht meine Welt. Schöne Fahrradwege sind mir da lieber. Ja, ich bin heilfroh, dass ich mein Parallelogramm habe. Und die Federn machen auch das, was sie tun sollen. Die federn gut ab. Aber trotzdem. Ne, ständiges Rauf runter, Schlaglöcher, Spitzenstein ausweichen, Wurzeln ausweichen. Ist nicht meine Welt. Ist nicht meine Welt. Ich muss hier sehr vorsichtig und langsam fahren. Nicht, dass ich mir noch einen Platten einfahre. Dann sehen wir uns bis später. Ciao. Ja, hallo Leute. Ich bin jetzt hier in Alt-Landsberg. Hab jetzt hier eine Parkbank gefunden, eine schöne. Hab jetzt hier auch mein Päuschen gemacht. Hab was gegessen, hab was getrunken. Und ja, werde mich jetzt weiter mal aufmachen. Es geht dann in die Richtung. Wieder zurück nach Berlin. Ja, wir haben jetzt auf der Uhr 40 Kilometer. Und ja, noch drei Akkubalken. Ich glaube nicht, dass ich den Akku heute schaffe, leer zu bekommen. Aber wir schauen mal. Dann melde ich mich gleich wieder. Bis dann. Ciao. Unsererseits. Ich bin wieder in Berlin. Bin jetzt gerade hier an dem Park in Hellersdorf, der an der U-Bahn-Station liegt. Hab Alt-Landsberg hinter mir gelassen. Seefeld hinter mir gelassen. Und ja, das ist das Ende der Tour. Das Fahrrad ist nichts kaputt zu kriegen, also sprich der Akku ist nicht leer zu kriegen. Ich habe immer noch zwei Balken. Ich bin jetzt bei 60 Kilometer, mir tut der Popo weh, ich höre an der Stelle auf. Reicht mir. Also ich weiß, ich könnte jetzt noch 20 Kilometer fahren, locker auf Stufe 3. Aber gut zu wissen, dass der Akku so super hält, aber finde ich absolut unnötig, weil nach 60 Kilometern habe ich keine Lust mehr. Dann ist für mich Ende, Feierabend. Und alle, die da schreien, 400 mAh Akku, viel zu wenig, kauft ihr lieber einen 500er, 600er. Wozu? Ganz ehrlich, ich habe jetzt hier die Tour überwiegend in Eco Plus und Tour, also in Stufe 3 gemacht. Habe auch zwischendurch mal Stufe 4 genutzt. Hat vollkommen ausgereicht. Und ich komme trotzdem hier meine 80 Kilometer. Also, wenn ich wollte, also bin jetzt bei 60 Kilometern, wie gesagt, noch zwei Balken und kann man mal so 10 Kilometer pro Balken rechnen, locker. Wie gesagt, ist dann nur der 400 mAh Akku, den ich da drin habe, der reicht vollkommen. Ja, also das ist mal vollkommen ausreichend. Ja, ich habe wieder mit Komoot das Problem gehabt, dass ich die Tour umplanen wollte, was absolut nicht funktioniert hat. Im Endeffekt musste ich halt die geplante Tour beenden, eine neue Tour erstellen. Und die dann fahren, weil ich dann von Werneuchen aus über Alt-Landsberg fahren wollte. Und es war nicht möglich, das umzustellen.
neue Tourpunkte einzufügen, ja, aber der wollte immer wieder auf dem alten Ausgangspunkt zurück nach Verneuchen und das war nicht möglich, das irgendwie zu canceln. Ja, hallo allerseits. Wie ihr sehen könnt, bin ich wieder hier am Kienberg, ganz nähe meines Wohnplatzes angekommen, also sprich auf meiner Hausstrecke. Sind wir nur noch 2 Kilometer bis nach Hause. Und ein kleiner Nachtrag, ich habe jetzt auf der Rücktour, habe ich jetzt, damit es schnell geht und ich auch keine Lust mehr hatte, überwiegend Tour 4 genutzt, also Stufe 4, Speed-Stufe. Und der Akku ist dann deutlich doch schneller in die Knie gegangen als gedacht. Ich habe jetzt noch einen Balken und ja, dann wird es noch dann maximal doch auf 70 Kilometer kommen und nicht mehr auf die vermuteten 80 Kilometer. Ja, das heißt also mit dem 400 mAh Akku schafft man so rund 70 Kilometer, wenn man überwiegend im Eco- und Tour-Modus unterwegs ist und gegebenenfalls hier auch mal Stufe 4 zwischendurch nutzt. Ja, aber auch trotzdem ein sehr gutes Ergebnis. Wir haben heute knappe 19 Grad und dann weiß ich für die Zukunft, dass ich da für gemütliche Touren so 60, 70 Kilometer auf jeden Fall damit einbauen kann. Ja, dann sage ich nochmal an dieser Stelle danke fürs Zusehen. Gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und wenn ihr noch keine Abonnenten seid, dann abonniert einfach meinen Kanal, um keine weiteren Abenteuer zu verpassen. Ich danke euch, euer E-Bike-Tom. Ciao.